Guten Abend, meine Damen und Herren. Willkommen zur Tagesschau. Das macht an diesem Dienstag Schlagzeilen. Jetzt geht's vorwärts. Swissmedic hat heute einen zweiten Covid-19-Impfstoff befristet zugelassen. Und zwar den von Moderna, die von Pfizer-BioNTech. Mit eingerechnet stehen der Schweiz im Januar rund 500.000 Impfdosen zur Verfügung. Kaum zu bremsen, die Virusmutation greift um sich. Der Bundesrat hält einen Maßnahmen-Eskalationsplan bereit. Ein Monsterprozess gegen die Mafia. Morgen steht die wohl mächtigste italienische Mafia, die 'Ndrangheta, vor Gericht. Fernsehbiester und Racheengel, Denver Clan, die Kultseifenoper mit den hohen Quoten und dem tiefen Fall, feiert heute ihren 40. Geburtstag. Und Winterwunderland. Nach dem Schnee von heute gibt es morgen Aufhellungen im Flachland. Im Süden wird's ziemlich sonnig. Und jetzt Nummer 2. Die Zulassungsbehörde Swissmedic hat heute einen weiteren Corona-Impfstoff für die Schweiz zugelassen, den der Firma Moderna. Schon morgen werden die ersten 200.000 Dosen an die Armeeapotheke geliefert. Dank der Zulassung bleibe die Schweizer Impfstrategie laut den Behörden auf Kurs. Ein schmaler Silberstreifen am Horizont ist gerade etwas breiter geworden. André Ruch berichtet. Der Wirkstoff der neuen Moderna-Impfung wird hier bei der Firma Lonza in Visp hergestellt. Es handelt sich um eine mRNA-Impfung, genau wie jene von BioNTech/Pfizer, die bereits zugelassen ist. Allerdings muss der Moderna-Impfstoff nicht durchgehend bei minus 70 Grad gelagert werden, sondern kann bis zu einem Monat bei minus 20 Grad aufbewahrt werden. Somit ist er einfacher in Arztpraxen zu verteilen. Die heutige Zulassung sei ein Lichtblick, sagen heute in Bern Wissenschaftler und Behörden. Das ist extrem willkommen. Wir können die Impfdosen damit signifikant erhöhen. Das Beste, was geschehen kann. Der Bund hat bei mehreren Herstellern Impfdosen bestellt. 3 Millionen bei BioNTech/Pfizer, 7,5 Millionen bei Moderna, über 5 Millionen bei AstraZeneca. Erhalten hat die Schweiz bisher 234.000 Impfdosen von BioNTech/Pfizer. Nächsten Montag folgt eine weitere Lieferung. Von Moderna kommen morgen 200.000 Ampullen in die Schweiz. Insgesamt sollten am 18. Januar über 560.000 Impfdosen im Land sein. Mit diesem Volumen können wir schon 4% der erwachsenen Bevölkerung verimpfen mit dem Regime der Doppeldosen. Für uns wirklich etwas, das wir jetzt weiterziehen werden. Wir werden im Februar mindestens 1 Million Dosen bekommen und arbeiten daran, dass wir da zügig vorwärts kommen. Mit den vorhandenen Impfungen wäre es theoretisch möglich, bis Ende Februar alle über 75-jährigen Personen in der Schweiz zu impfen. Da tut sich also etwas in Sachen Verfügbarkeit von Impfstoffen. Der Entwickler des zweiten jetzt zugelassenen Impfstoffs lässt das Vakzin auch im Wallis produzieren und hat seit August auch ein Büro mit 2 Dutzend Angestellten in Basel. Nach der Zulassung drängen sich jetzt wichtige Fragen auf. Unsere Korrespondentin hat sie dem Europachef des Unternehmens gestellt. Alle Länder wollen ihren Impfstoff. Wie lange wird es dauern, bis die 7,5 Millionen Impfdosen, die die Schweiz bestellt hat, hier angekommen sind? Ab heute bis zum nächsten Sommer wird Moderna die 7,5 Millionen Impfdosen liefern. Das macht es der Schweiz möglich, über die Hälfte der Bevölkerung zu impfen. Überall auf der Welt sind Mutationen des Coronavirus aufgetreten. Inwiefern wirkt dieser Impfstoff auch auf diese neuen Mutationen? Es ist eine schwierige Frage. Aber für den Moment arbeiten unsere Forscher mit Fachärzten und Wissenschaftlern vor allem in Dänemark und England. Zurzeit sind wir optimistisch. Alle Zeichen deuten darauf hin, dass unser Impfstoff wirksam ist gegen die aktuellen Virusvarianten. Was in Zukunft geschieht, müssen wir schauen. Falls der bestehende Impfstoff jetzt nicht mehr wirken würde auf eine neue Mutation, wie lange würden Sie dann brauchen, um den Impfstoff zu adaptieren? Ich denke, dass auch wenn wir eines Tages eine neue mRNA-Sequenz entwickeln müssen, weil sich das Virus so stark verändert hat, dass der Impfstoff nicht mehr wirkt, dann werden wir das innerhalb 30 bis 40 Tagen schaffen.
Seit dem 23. Dezember wird in der Schweiz geimpft. Aber ein nationales Impfmonitoring, also die systematische statistische Erfassung aller Impfungen im Land, Fehlanzeige. Heute gab das BAG bekannt, 4% der Bevölkerung könnten mit dem derzeit vorhandenen Impfstoff versorgt werden. Ein nationales Impfmonitoring sei noch im Aufbau, in enger Zusammenarbeit mit den Kantonen. Nicht nur ausgewiesene Kritiker fragen da, warum dauert das so lang? Stefanie Schunke. Impfen ist bislang der einzig verlässliche Weg raus aus der Corona-Spirale, auch für die Schweiz. Da ist es wichtig, den Überblick zu behalten. Wie ist der Impffortschritt in den Kantonen? Welche Risikogruppen sind bereits wie stark geschützt? Das Bundesamt für Gesundheit weiß darüber noch nicht viel. Ein Monitoring sei derzeit im Aufbau. Das läuft jetzt, das IT-Tool wurde gängig jetzt in den unterschiedlichen Kantonen, die es brauchen werden. Und nichtsdestotrotz stellen wir ein Monitoring auf, wo wir alle Zahlen wieder zurückbekommen, damit wir das gut koordinieren können. Dem ehemaligen BAG-Vizedirektor Andreas Faller reicht das nicht. Man wisse seit mehreren Monaten, dass es ein digitales Impfmonitoring brauche. So seien die Kantone teilweise viel weiter als der Bund und könnten detaillierte Daten bereitstellen. Der Bund muss jetzt rasch dafür sorgen, hätte er übrigens eigentlich schon lange tun müssen, denn man weiß schon lange, dass diese Impfkampagne kommt. Es muss jetzt rasch dafür gesorgt werden, dass diese Daten beim Bund zusammenlaufen und dargestellt und ausgewertet werden können. Sonst verlieren wir wiederum kostbare Zeit. In den Kantonen laufen die Impfdaten jetzt rein. Luzern, Zug, Nidwalden, Schwyz und Appenzell-Innerrhoden impfen bereits seit dem 23. Dezember. Die beiden Basel, Genf, Freiburg, Neuenburg und Wallis starteten 5 Tage später und der Rest impft nun seit letzter oder Anfang dieser Woche. Der Kanton Basel-Stadt beispielsweise führt seit seinem Impfstart am 28. Dezember eine Statistik über die ausgeführten Impfungen. Man könne die Daten sofort an den Bund weitergeben, sagt dann auch der Basler Departementschef und oberster Gesundheitsdirektor der Schweiz. Das ganze Impfprojekt ist sehr anspruchsvoll und der Aufbau des Monitorings erfolgt natürlich zugleich mit dem Impfstart. Es wissen sämtliche Kantone, wie viele Personen aus welchem Alterssegment geimpft werden. Aber es ist noch Arbeit hin zu einem integrierten System, das dann regelmäßig schweizweit etwa erfassen könnte, wie viele Personen aus welcher Gruppe schon geimpft wurden. Ein Impfmonitoring ist unerlässlich. Nur so kann man rasch auf Fehlentwicklungen reagieren und weitere Maßnahmen anpassen. Das war schon das Schlimmste. Eine Übersicht über die Impfstoffe, die zurzeit in der Schweiz verfügbar sind, finden Sie bei uns online unter srf.ch/news oder auf der SRF News App. Zum Beispiel zur Produktion, der Wirksamkeit und auch zu möglichen Nebenwirkungen dieser Vakzine. Da wären die in der Schweiz zurzeit auf sehr hohem Niveau halbwegs konstanten Corona-Zahlen. Aber da sind auch noch die neueren Virusvarianten aus Großbritannien und Südafrika und die machen Sorgen. Das BAG hat heute bekannt gegeben, dass in der Schweiz derzeit 127 Fälle von Ansteckungen mit diesen Varianten gemeldet sind und dass diese hoch ansteckenden Mutationen sich weiter ausbreiten werden. Wenn wir die jetzige Variante mit den jetzigen Maßnahmen gerade ebenso in Schach halten können oder vielleicht zu einer leichten Tendenz neigen, dass die Fallzahlen abnehmen, mit einer besseren und deutlich besseren Übertragbarkeit werden zusätzliche Maßnahmen dann wahrscheinlich unumgänglich sein. Aber das werden wir sehen müssen. Die Erfahrungen, die in Dänemark, in Großbritannien jetzt, aber auch in Irland gesammelt werden müssen, sind besorgniserregend. Ich glaube, das darf man sagen. Die Fallzahlen explodieren. Der Druck aufs Gesundheitssystem ist enorm. Und wenn das in der Schweiz passieren sollte, denke ich, muss man ganz klar über weiterführende Maßnahmen nachdenken. Die Sorgen bezüglich der neuen hochvirulenten Corona-Varianten sind groß. Was heißt das also für den Bundesrat, der morgen über weitere Maßnahmen entscheiden will? Andi Müller im Bundeshausstudio, was sagen Sie? Kommt es zu Verschärfungen?
Ja, wenn Gesundheitsminister Alain Berset alleine entscheiden würde, ja, dann würden morgen strengere Massnahmen beschlossen. Laut verschiedenen sehr gut informierten Quellen hier in Bern beantragt der Gesundheitsminister offenbar dem Gesamtbundesrat, jetzt schon die Läden zu schließen und auch eine strenge Homeoffice-Pflicht. Aber, und jetzt kommt das große Aber, bekanntlich gibt es ja eine bürgerliche Mehrheit in der Landesregierung und die wird sich auch morgen sehr schwer damit tun, jetzt schon die Massnahmen zu verschärfen. Denn auch verschiedene Kantone haben in der Vernehmlassung gesagt, sie seien eher nicht dafür, jetzt schon die Schraube anzuziehen. Ähnlich hat sich heute auch die Wirtschaftskommission des Nationalrats geäußert. Wenngleich all diese politischen Akteure, die jetzt auf den Bundesrat einwirken, eigentlich grundsätzlich das Eskalationsmodell des Bundesrates unterstützen, sollte sich die Lage verschärfen. Das heißt, eigentlich sind alle dafür, zuerst eine Homeoffice-Pflicht einzuführen, dann Ladenschließungen und erst dann, wenn es wirklich nicht mehr anders geht, Schulschließungen. Aber ich gehe eher davon aus, morgen wird der Bundesrat die jetzt geltenden Massnahmen verlängern, also Restaurantschließungen zum Beispiel bis Ende Februar, aber weiterhin zuwarten mit dem Verhängen von zusätzlichen Massnahmen. Gleichzeitig reicht ja eigentlich der Blick in die Nachbarländer. Fast überall wird zum Teil drastisch verschärft. Nur in der Schweiz, wie Sie sagen, wohl nicht fürs Erste. Warum? Wenn man etwas optimistisch auf die momentane epidemiologische Lage in der Schweiz schaut, dann könnte man auch sagen, die Fallzahlen haben sich stabilisiert, sie gehen sogar leicht zurück, wenngleich auch auf sehr hohem Niveau. Auch die Spitaleintritte gehen zurück. Und so argumentieren viele bürgerliche Politiker, auch die bürgerlichen Bundesräte, jetzt sei der Zeitpunkt noch nicht gekommen für Verschärfungen. Die linken Bundesräte offenbar und auch viele linke Parlamentarier sagen, ja, aber jetzt hätte die Schweiz endlich mal die Chance, genug früh scharfe Massnahmen zu erlassen, damit man diesem mutierten Virus erst gar nicht die Chance gibt, sich stark zu verbreiten. Aber eigentlich würde das nicht ganz dem schweizerischen Weg entsprechen, denn eigentlich in dieser zweiten Pandemiewelle hat der Bundesrat erst immer dann schärfere Massnahmen erlassen, wenn es wirklich nicht mehr anders ging. Und dieser Moment scheint mir morgen noch nicht gekommen. Die Not der Corona-geschlossenen Betriebe, Restaurants, Bars, Fitnesscenter und so weiter, die steigt und steigt. Gerät der Bundesrat in Sachen Wirtschaftshilfen endlich in Bewegung? Ja, hier ist die Landesregierung offenbar in sehr starker Bewegung, auch wieder laut sehr gut informierten Quellen, bundesratsnahen Quellen. Offenbar will der Bundesrat morgen den Zugang zur sogenannten Härtefallhilfe massiv erleichtern. Es wird eine Regelung diskutiert, dass alle Betriebe, die behördlich geschlossen wurden, während 60 Tagen automatisch als Härtefall gelten sollen. Das hätte zur Folge, dass auch die Kantone diese komplizierten bürokratischen Überprüfungen jedes einzelnen Betriebs nicht mehr machen müssten. Ich gehe stark davon aus, dass der Bundesrat morgen ein erweitertes Hilfsprogramm vorstellen wird, wenn er gleichzeitig auch die Verlängerungen der Schließungen bekannt geben wird. Andi Müller, live aus Bern, vielen Dank. Entweder ihr setzt den Präsidenten ab oder wir gehen das an. Das ist die Ansage im Kapitol von den Demokraten an die Republikaner. Und es ist das, was dort im Repräsentantenhaus gerade vor sich geht. Mit einer Resolution soll Vizepräsident Mike Pence dazu gebracht werden, Trump für amtsunfähig zu erklären. Klappt das nicht, soll ein Amtsenthebungsverfahren eingeleitet werden. Absichten, die Donald Trump in gewohnte Rage versetzen. Ben Huwiler. Präsident Trump bleibt trotzig. Keine Spur von Selbstzweifel, als er heute kurz zu den Medien spricht. Das drohende Amtsenthebungsverfahren sei eine gefährliche Provokation. Dieses Impeachment, das ist die Fortsetzung der größten Hexenjagd in der Politgeschichte. Es ist absolut lächerlich. Das Impeachment verursacht sehr viel Wut. Sie tun es. Das ist wirklich eine schreckliche Sache. Schon morgen könnte Trump zum ersten US-Präsidenten werden, gegen den zweimal ein Impeachment eingeleitet wurde. Morgen wollen die Demokraten im Kongress darüber debattieren.
Denn Mike Pence wird Trump nicht des Amtes entheben, auch wenn es jüngst Spannungen gab zwischen den beiden. Sie haben sich im Weißen Haus zu einer Aussprache getroffen. Pence ließ danach mitteilen, dass er und Trump bis zum Ende der Amtszeit weitermachen wollen. Unterdessen marschiert in der Hauptstadt die Nationalgarde auf. Bis am Samstag sollen es rund 10.000 Soldaten sein, plus 5.000 in Reserve. Das große Aufgebot soll die Vereidigung Bidens sichern, die am 20. Januar vor dem Kapitol stattfindet. Die lokalen Behörden drängen auf erhöhte Sicherheit. Ob ich Angst habe? Wenn ich Angst habe, dann um unsere Demokratie. Wir haben Extremisten in unserem Land, die bewaffnet und gefährlich sind. Auch in den Hauptstädten der einzelnen Bundesstaaten werden die Sicherheitsvorkehrungen verschärft, wie hier in Madison, Wisconsin. Denn die Bundespolizei FBI warnt für den Tag der Amtsübergabe landesweit vor gewalttätigen Protesten, ausgehend von Anhängern von noch Präsident Trump. Trump betont heute, dass er gegen Gewalt ist und er habe auch nicht dazu angestachelt. Aber seine Anhänger seien halt sehr wütend. Wenn in Italien mit der 'Ndrangheta die wohl mächtigste Mafia-Organisation bzw. Repräsentanten von ihr auf der Anklagebank sitzt, dann kommen Superlative zum Einsatz. 355 Angeklagte, 900 Zeugen, 400 Anwälte. Drogenhandel, Waffenschmuggel, Schutzgeld und Korruption. Die Geschäftsfelder sind weit und reichen auch in die Schweiz. Und ein Geschäftsmodell, das trotz Monsterprozess wohl weiter florieren wird, sagt Philipp Zahn. Die vergitterten Zellen für die Angeklagten sind schon bereit, wie auch die Plätze für Hunderte von Zeugen, Anwälten und Prozessbeobachtern. So präsentiert sich Covid-geprüft die riesige Gerichtshalle im umgebauten Messegelände von Lamezia. Vor gut einem Jahr werden in Kalabrien über 300 vermutliche Angehörige des Mancuso-Clans verhaftet, darunter Regionalpolitiker und sogar ein ehemaliger Carabiniere-Kommandant. Der Clan Mancuso ist der einflussreichste innerhalb der kalabrischen Mafia, was den internationalen Handel mit Kokain und Geldwäsche angeht. Das sagt einer der besten Kenner der 'Ndrangheta, der über Verbrechen und organisierte Kriminalität an der Universität von Kingston in Kanada doziert. Von seiner Operationsbasis in der Provinz Vibo Valentia habe der Mancuso-Clan ungestört operiert und seine Erträge auch im Ausland angelegt. Gerade hier sieht der Experte Schwachstellen in der internationalen Strafverfolgung. Wenn wir nicht nachbessern, den globalisierten Mafia-Organisationen weiterhin nur ein Stückwerk nationaler Rechtssysteme entgegenstellen, dann werden wir die Mafia nie stoppen können. Hier kommt auch die Schweiz ins Spiel. Auf RSI erklärt einer der zuständigen italienischen Staatsanwälte, dass die 'Ndrangheta regelmäßig versucht, Gelder in der Schweiz weiß zu waschen. Oft passiert das mit Hilfe von Mittelsmännern der kalabrischen Mafia, die sich in diversen Kantonen in der Schweiz vor Jahren schon niedergelassen haben. Der Prozess gegen den Clan Mancuso wird deshalb vielleicht nicht nur für die italienische Justiz Überraschungen bereithalten. Die Grünen stecken im CO2-Dilemma. Auf der einen Seite die realpolitisch gestimmte Bundeshausfraktion, die für das neue CO2-Gesetz stimmte. Auf der anderen Seite vor allem die jungen Grünen, die ein schärferes Gesetz wollen. Und dann gibt's da noch das Referendum gegen das Gesetz. Eine höchst diverse Gegnerschaft. Auto- und Ölfreunde rund um die SVP, die heute die Unterschriften eingereicht haben, und Teile der Klimajugend, die das gestern schon gemacht haben. Christa Gall. Die Klimajugend. Ein Teil von ihr reichte gestern 7.000 Unterschriften ein gegen das CO2-Gesetz, weil es zu wenig weit gehe. Und ihnen geht es zu weit. Das CO2-Gesetz, das 2 Jahre im Parlament verhandelt wurde. Die öl- und autofreundlichen Kräfte reichten heute satte 110.000 Unterschriften ein. Sie kritisieren die Verbote. Das ist einfach nicht pragmatisch und es ist auch nicht vernünftig. Und deswegen sagen wir, gehen wir zurück auf den Weg der Vernunft.
Im Gegenteil, so der Grünen-Präsident. Das Gesetz sei nötig. Mit dem heute präsentierten Klimaplan will er noch weitergehen. Bis 2030 soll die Schweiz nach den Grünen klimaneutral werden, allerdings mit einer Teilkompensation im Ausland bis 2040, spätestens netto null und dann Richtung klimapositive Schweiz. Der Klimaplan etwa will, dass ab 2025 keine neuen fossilen Fahrzeuge und keine neuen Ölheizungen mehr zugelassen werden. Der Finanzplatz bis 2035 nicht mehr in fossile Technologien investiert und dass es künftig eine Klimaabgabe auf importierte CO2-intensive Produkte gibt. Die jungen Grünen sind fürs CO2-Gesetz und auch den Klimaplan. Sie wollen aber weitergehen als die Mutterpartei. Für uns junge Grüne ist das Netto-Null-2030-Ziel ein zentrales, das die Grüne Partei nicht aufgegriffen hat. In Bezug auf dieses Ziel ist man gerade in wichtigen zentralen Sektoren wie dem Flugsektor, aber auch der Finanzbranche zu wenig mutig und zu wenig fortschrittlich mit den Forderungen. Für die ölfreundlichen Kräfte sind dies linke Träumereien. Der Weg führt über neue Technologien und man darf den Leuten nicht das Geld aus der Tasche ziehen, damit der Mittelstand und die Wirtschaft auch in diese sauberen Technologien investieren können. Die negativen Neuigkeiten von der Wissenschaft, die werden immer erschreckender. Das heißt, wir müssen jetzt für dieses CO2-Gesetz kämpfen, wir werden dafür kämpfen, wir werden das auch gewinnen, aber wir müssen bereits jetzt die nächsten Schritte einleiten. Die Grünen zwischen Wünschen und Realpolitik. Die Partei wird den Klimaplan an der nächsten Delegiertenversammlung verabschieden. Vom Klima zum Wetter. Und das hat heute das Flachland ordentlich auf Trab gehalten. Im Verlauf des Tages führte der teils heftige Schneefall in vielen Landesteilen zu prekären Verhältnissen auf der Straße. Wie hier in Pfungen im Kanton Zürich blieben viele Fahrzeuge vorübergehend auf der Strecke. Im Kanton Schaffhausen und im Kanton Luzern führte der Schneefall zu zwei Unfällen mit mehreren Verletzten. Auch im öffentlichen Verkehr kam es zu Verspätungen und Einschränkungen. Alexis, Blake und Crystal. Fies, reich und lieb. Wer in den 80ern ein Fernsehgerät bedienen konnte, kam an ihnen nicht vorbei. Der Denver Clan, im US-Original Dynasty genannt, feiert heute seinen 40. Geburtstag. Eine Erfolgsserie mit einer komplett dysfunktionalen Ölmillionärsfamilie und der wahrscheinlich höchsten Dichte an Föhnfrisuren der TV-Geschichte. Philipp Clemens war für die Tagesschau als Fernseharchäologe unterwegs. Am 12. Januar 1981 feiert Dynasty Premiere. Mit einem dreistündigen Fernsehereignis zur besten Sendezeit. Die Seifenoper auf ABC über den Ölmagnaten Blake Carrington und seinen Clan soll Dallas übertrumpfen, das auf dem Konkurrenzsender CBS die aktuelle Nummer 1 Show ist. Who really counted in my life? Who was there when I really needed him? How you do protest? Der erhoffte Erfolg stellt sich erst in der zweiten Staffel ein, als sie ins Spiel kommt. Alexis Carrington, die Ex-Frau, gespielt von Joan Collins. Die Britin sticht für diese Rolle Filmlegenden wie Sophia Loren oder Elizabeth Taylor aus. Alexis gilt bald als beliebtestes Fernsehbiest der Nation. Vor allem die Rivalität mit Erzfeindin Crystal sorgt für schneidende Schlagabtausche. I mean, Mrs. Carrington. I want you out of our house. Bitch! Und quotenbringende Rangeleien, die als Catfights berühmt werden. Are you, you stupid bitch! Auch den luxuriösen Robenwegen schalten die Zuschauerinnen in Scharen ein. Dafür steht dem amerikanischen Designer Norman Miller ein Budget von 50.000 Franken zur Verfügung. Pro Folge. 1985 löst Dynasty Dallas als die beliebteste Fernsehshow ab. Danach folgt der laufende Abstieg. Ende der 80er Jahre lösen Sitcoms die dekadenten Soaps in der Beliebtheitsskala ab. Doch wie keine andere Serie symbolisiert der Denver Clan die verschwenderischen Reagan-Jahre.
und endet sinnbildlich für den tiefen Fall der einst so erfolgreichen Seifenoper am 11. Mai 1989 mit einem Sturz der Hauptfiguren über die Balustrade eines Luxushotels. Hier im Studio 10 unterdessen aufgeschlagen, Franziska Egli mit den Themen von 10 vor 10. Vielen Dank, Florian. Ja, der Chef des Internationalen Eishockeyverbands gesteht Fehler ein. Nachdem René Fasel den umstrittenen weißrussischen Präsidenten Alexander Lukaschenko gestern noch umarmt hat, krebs er heute im 10 vor 10 Interview zurück. Und auch bei uns ist der neu zugelassene Impfstoff Moderna, hergestellt bei der Schweizer Firma Lonza, Thema. Wir zeigen, warum dieser zuerst vom Wallis nach Spanien gebracht werden muss, damit er danach in ganz Europa verteilt werden kann. Dies und mehr heute um 10 vor 10. Danke, Franziska. Ja, das ist der Stand der Dinge. Im Moment, hier geht's jetzt weiter mit Meteor. Und dann geht in der zweiten Folge von Wilder der Serien-Selbstjustizbefürworter weiterhin seinem mörderischen Selbstjustizgeschäft nach. Gute Krimi-Unterhaltung und einen schönen Abend.